Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Die Rapsernte steht an, sie muss schnell gehen, denn ich fürchte, beim nächsten Wachstumsschub könnte anfangen, hier einiges zu vergammeln. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes, das zu verhindern. Wir haben noch viel Gerste im Lager, das momentan beim Landhandel im Angebot ist, aber ich komme hier gerade nicht weg. Wir müssen uns echt langsam mal einen größeren Mähdrescher anschaffen, du. Gleich ein riesengroßes Ding, damit sich das auch lohnt. Weil den Mähdrescher, den ich mir ausgesucht habe, ich denke, der sollte hier für alle Felder locker genügen. Bei den größten Feldern hier im Spiel werden wir dann vielleicht einmal abladen müssen, denke ich mal. Aber ansonsten ist da nichts weiter zu erwarten. Aber das müssen wir alles rankommen lassen. Zuckerrüben habe ich keine. Ich habe keine Zuckerrüben. Nee. Aber wir kriegen doch hier relativ viel jetzt abgeerntet. Und das auch relativ schnell, sodass ich mir, denke ich mal, keine Sorgen machen muss, dass uns der Raps hier weggammelt. Wir liegen noch in der Zeit. Noch. Betonung liegt auf noch. Shit! Habe ich nicht gesagt. Okay, und weg damit. Was denkst du dir, Gestrüpp? Wer bist du, dass du dir so etwas erdreistest? Shit! Der Leute ist so gemein zu mir. Los geht's. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, was soll... Lass das. Was soll denn das hier? Ich will das weghaben. Weg damit. Setzen wir nochmal richtig freudig an. Machen wir einmal Ziggezagge und Ziggezagge. Fertig. Oh, der Tank wird schon wieder voll. Da müssen wir beim nächsten Mal abladen. Wenn wir wieder zurückkommen hier, müssen wir abladen. Aber ich denke wirklich, wir sind aus dem Gröbsten raus. Ich glaube nicht, dass uns das Feld jetzt noch weggammelt. Bei den Hühnern müsste ich auch mal wieder vorbeischauen. Ach shit, schon wieder was stehen lassen. Was passiert, wenn man es in Hektik macht? Wegen dem einen Halm gefährde ich jetzt auch nicht meine ganze Ernte. Es ist jetzt erstmal wichtiger, hier das große Zeug reinzufahren. Da kann so ein kleines ruhig mal stehen bleiben. Das hole ich mir dann am Ende, falls es noch nicht vergammelt ist. Oder ich merke, och, dafür ist Zeit. Oh shit, und wieder für Zeit ist. Wir kriegen die Bahn hier nämlich gar nicht komplett abgeerntet. Da fahre ich nochmal schnell zurück und hole mir das. Und das war's. Da ist der Wagen voll. Das ist ja toll. Der Wagen ist voll. Okay, ich habe was ganz Riskantes vor. Wünscht mir Glück. Ah, sperr mich nicht ein. Ich muss hier lang. Die blöden Hühner, dass die auch immer Eier legen müssen. Ich habe die nicht gekauft, damit die mir hier alles mit Eiern volllegen. Ich habe die gekauft, damit ich sie hab. Ich bin ein Freund von Eigentum. Oh, kann der Bauer nicht mal ein bisschen schneller humpeln? Wir nehmen auch nicht alle mit, wir nehmen nur die offensichtlichsten mit. Die wir jetzt schnell kriegen können. Und rüber. Zack, 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 zack. Oh Mann. So. Da haben wir jetzt wenigstens die Hühner wieder ein bisschen beruhigt.
Vorwärts! Oh, Wachstumsschub, das gibt's doch nicht. Hör auf zu wachsen, du elendes Feld. Aber bis zum nächsten Wachstumsschub dauert es jetzt. Bis dahin haben wir hier genug abgeerntet. Vielleicht sind wir bis dahin sogar schon fertig. Man weiß es nicht. Aber ich denke nicht, dass uns hier wirklich noch irgendwas weggabbelt. Also ich glaube, wir haben unsere Ernte so ziemlich gerettet. Sage ich jetzt mal so einfach. Shit! Es ist jedes Mal dasselbe. Ich lasse immer irgendwas stehen. Oh nö. Gib das her. Danke. Doch, das gibt's echt nicht. Alles hat sich gegen mich verschworen. Okay, jetzt ganz ruhig. Die Ernte muss eingefahren werden. Und zwar möglichst schnell, damit wir hier auch weitermachen können. Wie viel Geld habe ich denn inzwischen? 121.000. Das ist ganz akzeptabel. Mehr wäre natürlich besser, aber man will ja nicht zu viel verlangen. So, die nächste Runde bitte. Ja, die Vögel zwitschern schön, die haben nichts zu tun. Faules Gesindel hockt in den Ästen und guckt einem beim Arbeiten zu. Das kann ich ja gar nicht leiden. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Beule, die müssen wir natürlich auch mitnehmen. Schwonk. Bei sowas ist immer vor allem die Gefahr, dass man was stehen lässt, ne? Aber hat ja gut geklappt. Ah, dreh dich! Los! Mann, Mann, Mann! Ah, wo fährst du denn hin? So ist brav. Und jetzt schön rein ins Feld. Schön mitten rein. So, jetzt hier seitlich nochmal rein. Wir müssen auch nochmal abladen gehen. Machen wir gleich mit. Oh, jetzt kriege ich auf der rechten Seite aber ganz schön viel abgeerntet. Nett. Nett, nett. Nein, das passt mir gerade nicht. Ich hab doch zu tun. Und 96% vorlister Tank. Und es wird schon wieder dunkel hier. Den ganzen Tag haben wir geackert. Im wahrsten Sinne des Wortes geackert. So. Na komm, lad mal ein bisschen schneller ab hier, ja? Rückwärtsgang! Boah, aber ich bin froh, dass das doch alles einigermaßen, dass wir das alles einigermaßen jetzt unter den Hut gekriegt haben. Ich denke auch, wir werden erstmal, bis wir den neuen Mähdrescher haben, weiter Raps anbauen. Weil Weizen, das lohnt sich einfach nicht. Da gammelt mir echt zu viel weg, wenn ich Weizen anbaue. Da wird der Tank von dem kleinen Ding hier einfach zu schnell zu voll. So schöne Felder überall. Das ist fantastisch. Okay, jetzt müssen wir ein Stück hier rüber. Ach, verflucht seist du, elendes Feld. Brrr. Ich hasse es, Sachen stehen zu lassen. Das lasse ich jetzt so stehen, badumts. Und dreh dich. Tanz und dreh dich. Spring und dreh dich. Beim wilden Tanz. Zack. Da ernten wir den Stuss mal ab und bringen ihn ins Lager. Dort kann er trocknen und welken vor sich hin. Ich fänd das nicht so schlimm. Fahr!
Boah. Diese Nervosität schlägt mir auf den Magen. Ich finde das Let's Play immer recht entspannend, aber wenn Erntezeit ist, da geht es hier echt stressig los. Aber ich denke mal, das ist bei allen anderen Farmern auch so, dass alles eigentlich relativ okay ist. Man muss halt gucken, denke ich mal, dass die Aussaat schnell abgeschlossen ist, damit auch alles ordentlich wächst. Und dann ist die Ernte nochmal schlimm. Alles andere, denke ich, ist nicht ganz so stressig. Aber ich kann mich da natürlich irren. Ich kenne mich ja mit der Landwirtschaft nicht aus. Aber ich denke, die Erntezeit ist somit das Schlimmste, was den Stress angeht, wenn man dann da selbst nachts auf dem Feld rumhängt die ganze Zeit. Zumindest kenne ich das von meinem Heimatort her. Da haben sie oft nachts, haben sie oft da abgeerntet. Okay, in den Tank passt nicht mehr so viel rein, dann nutze ich die Gelegenheit. Fahr zurück, hol mir das kleine Ding. Ach du Schande, Hagel steht vor der Tür. Nö, ja, lol. Ich ernte die Kacke ab. Haben wir? Haben wir. Weg. Wäre der auch ein bisschen schneller unterwegs. Das wäre auch ganz nett. Ich hoffe, der Hagel lässt noch auf sich warten. Ich würde das Feld gerne abernten. Da. Oh, das gibt's doch nicht. In dem Moment, wo ich wieder anfahre, oder was? Ey, das gibt's doch nicht. Nee, nee, nee. Immer diese Mission hier noch dazu, welche, die ich gar nicht brauche, ne? Die sollen mir mal Golfplatz-Sachen geben. Für die anderen Sachen interessiere ich mich gar nicht. Die letzte Bahn da scheint auch keine Güllebahn zu sein. Also könnten wir jetzt tatsächlich auch alles in den Tank hier reinbekommen. Könnte also die letzte Tour sein. Yeah! Danach geht's nach Frankreich, Tour de France und so. Oh, oh. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Oh yeah. Aha. So, fahre ich jetzt mal im Kreis. Das geht ein bisschen schneller. Na, hier ist doch noch ein bisschen Gülle. Wahrscheinlich hat es die Güllebahn noch nicht ganz durchgezogen. Lassen wir uns überraschen, ne? Ah, ich sehe gerade, da vorne steht auch was im Weg. Das ist natürlich nicht so schön. Hoffen wir mal, dass der weit genug vorgefahren ist, sonst kriegen wir hier gleich Ärger. Achtung! Batz! So. Und rein da! Oh, mir gefällt das nicht. Der Tank wird wieder so voll. Ich glaube, wir müssen dann für ein winziges Stück tatsächlich nochmal abladen. Ich meine, ich hoffe es zwar nicht, aber es sieht momentan ganz dann... Was ist das? Ganz danach aus. Bitte fang nicht an zu horgeln. Das würde mir die Laune verhorgeln. Das wäre nicht nett, das wäre nicht schön. Dann müsste ich heulen gehen. Ah, shit. Der Wagen wird zu voll. Ja, wir können ja wenigstens noch ein bisschen was hier mitnehmen. So machen wir das. Und dann das kleine Stück noch. Rohr ausfahren. Zeigt die Stange.
So, jetzt schnell zum Anhänger zurück. Und dann werden hier die letzten Bahnen abgeerntet. Das Hagelsymbol macht mich jetzt nervös. Ich bin nicht mehr nervös, dass es mir weggammeln könnte, weil ich weiß, wir schaffen es. Aber jetzt bin ich nervös, dass der Hagel kommt. Und wir es deshalb nicht schaffen, das abzuernten. Das Spiel ist grausam. Lad ab, lad ab, lad ab. Los jetzt, schneller. Drück's raus aus dem Rohr. Rückwärtsgang. Hat doch perfekt geklappt. So, die feierliche letzte Bahn sehen wir aber erst beim nächsten Mal. Tschüss.